Gut, dann möchte ich den letzten Vortrag ankündigen, diese Session. Stefan Heritsch und Arne Schubert werden ihre granulare Integration von Leaflet in Angular 2 präsentieren, plus Module, plus weitere geplante Entwicklungen. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Hört man mich? Ja, ne? Gut. Jaga, yet another Geo-Application. Da wurden wir viel gefragt, was ist das überhaupt? Das Geheimnis wollen wir jetzt so Stück für Stück mal so ein bisschen lüften. Und damit fangen wir direkt erstmal an, dass wir uns erstmal vorstellen. Mein Name ist Stefan Heritsch, er ist Arne Schubert. Ich bin von Haus aus Geograf, bin ja auch in dem Haus tätig. Arne Schubert ist Entwickler und ist derzeit bei Rewe Digital tätig. Und dann fangen wir mal an mit Jaga. So, was ist Jaga eigentlich? Jaga ist jetzt im Prinzip nicht so ein einziges Framework, sondern ist im Prinzip eine Sammlung von verschiedenen Geo-Tools. Das Hauptframework ist Leaflet NG2, um das es jetzt heute auch am meisten gehen wird. Leaflet NG2 ist jetzt nicht der erste Anlauf von uns gewesen, das ist der zweite oder dritte Anlauf. Es gibt aber noch eine ganze Menge andere Sachen. Ich spiele jetzt auch Jaga ETL, das geht es darum, um Geodaten zu streamen. Aber wir haben auch eine ganze Menge von Docker-Images. Und jetzt wollen wir mal so langsam anfangen. So, wir als Jaga Development Team, wir entwickeln auf GitHub weitestgehend, zumindest das, was wir schon so für gut befunden haben, das, was wir veröffentlichen können, das ist alles auf GitHub mittlerweile. Und unser Name dort ist Jaga.js und unter Jaga.js findet man uns auch auf unserer Homepage, jaga.js.org, genauso wie bei Twitter ist unser Name auch Jaga.js, also unter Jaga.js sind wir zu finden. So, dann wollen wir mal loslegen mit Jaga Leaflet NG2, unserem Hauptframework. Was ist das? Es ist im Prinzip eine Integration von Leaflet in Angular 2. Wir hatten uns damals für Leaflet entschieden, aus verschiedenen Gründen und nicht für OpenLayers. Und dadurch ist es dann halt auch dann dabei geblieben, dass wir bei Leaflet geblieben sind. Angular 2 steht jetzt dort. Wir hatten damals, war Angular 2 das Neueste und das war dann eine Integration in Angular 2. Mittlerweile gibt es Angular 5. Und das ist natürlich auch voll kompatibel damit, nur der Name NG2, der stammt halt noch aus der Zeit, als Angular 2 die neueste Angular-Version war. Bei Angular haben wir das Ganze auf TypeScript-Basis. Leaflet-Karten kann man weitestgehend mit HTML entwickeln und wir haben jetzt versucht gehabt, im Prinzip aus beiden so das Beste rauszunehmen und damit hinterher eine App zu erstellen. Das Ganze machen wir auf der einen Seite mit Cordova, damit wir hinterher auch eine APK haben, die wir auch zum Beispiel in den App Store bringen können, aber dasselbe gilt auch dann für Apple. Und über Ionic machen wir das Ganze dann mit TypeScript und auch, dass wir dieses typische Look und Feel der Endgeräte hinterher haben. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter nochmal ins Detail rein. Leaflet NG2 ist jetzt wirklich eine vollständige granulare Integration in Angular. Vollständig heißt es, dass wir wirklich jede Leaflet-Klasse genommen haben und die in Angular übertragen haben. Man sieht jetzt überall da, wo es Optionen in Leaflet gibt, da gibt es die Möglichkeit für einen Input in Angular und überall, wo es Optionen und Methoden gibt, da kommt jetzt dieses Two-Way-Data-Binding, was Angular bietet, ins Spiel. Und Events werden einfach ganz normal durchgewunken und sind dann auch alle wirklich vollständig dann als Output in Angular. Nach dem Motto, vererbt von Leaflet, dekoriert mit Angular 2. Jetzt gucken wir uns nochmal näher in Detail an. Granular, haben wir gesagt, ist das Ganze. Oben drüber steht unser Map Component, was das Ganze ist. Dann nehme ich für die Kamera mal die Maus statt den Laserpointer. Wir haben jetzt hier in der Mitte, was sich jetzt hier befindet, das sind alles Directives und das sind alles, da geht es um Vektordaten, Geo-Vektordaten. Hier an der Seite haben wir die gesamten Rasterdaten. Das sind alles einzelne Directives, dazu gibt es dann verschiedene Subdirectives, die dann jetzt hier unten kommen, wie zum Beispiel eine Icon-Directive bis hin zu einer Pop-Up-Directive, dass zum Beispiel ein Marker, den wir haben, hinterher auch ein Icon besitzen kann und auch ein Pop-Up hat. Und hinzu kommen natürlich dann noch verschiedene Kartenelemente, die wir hier als Directives hier an der Seite haben. Das ist zum Beispiel die Attribution Control, dass ein Layer auch eine Attribution besitzt oder auch eine Scale Control Directive, damit man zum Beispiel Maßstab angeben kann, was zu einer Karte dazugehört. Das sind jetzt alles Sachen in Leaflet, die haben wir versucht gehabt, 1:1 so in Angular zu übertragen. Und wichtig war uns dabei vor allem, dass wir auf die Namensgebung achten, dass man wirklich mit dieser gewohnten Namensgebung von Leaflet, die man da schon kennt, wenn man mitgearbeitet hat, dieselben Namen im Prinzip auch dann bei uns verwendet.
Dann haben wir ja unten noch so eine kleine Besonderheit. Wir haben jetzt in diesem Jahr Providers eingeführt, da werden wir später nochmal zukommen. Auf jeden Fall, das sind so die Haupt-Directive-Komponenten, die wir in Leaflet NG2 haben. Wir haben mittlerweile unsere API vollständig dokumentiert, also vollständig auch umfassend. Wir haben eine Inline-Dokumentation gewählt. Wir haben das Ganze auch versehen mit Links nochmal zu Leaflet, dass man auch in Leaflet direkt nochmal nachlesen kann, wie wurde es dort dokumentiert. Und wir haben das weitestgehend mit Beispielen auch nochmal untermalt, die wir jetzt gleich zeigen werden. Weitestgehend heißt, uns fehlen, glaube ich, noch 3 oder 4 Beispiele, meine ich. Die werden jetzt demnächst umgesetzt. Dann ist auf jeden Fall die Dokumentation wirklich vollständig abgeschlossen. So sieht das im Beispiel aus. Das ist jetzt unsere Circle Directive. Wir sehen jetzt auf der linken Seite hier unten alle Sachen, die two-way gedatabindet sind. In der Mitte haben wir die ganzen Events, die durchgewunken werden, zum Beispiel den Maus-Hover, wenn ich mit der Maus drüber gehen würde, was jetzt natürlich hier im Standbild nicht funktioniert, dann würden unten die Kästchen dann blinken und wir haben jetzt rechts die Inputs, da sieht man zum Beispiel auch, hier könnten wir jetzt das Tooltip oder Pop-up abändern den Text. Im letzten Jahr hatten wir gezeigt gehabt, live, wie man auch dann im Pop-up selber den Text editieren und umändern kann. Und was uns sehr wichtig war, ist, dass wir eine möglichst hohe Testabdeckung haben. Wir haben eine Testabdeckung von fast 99%. Das ist sehr hilfreich, um jetzt, sage ich mal, Bugs zu finden, aber es ist auch hilfreich, wenn wir jetzt mit neuen Versionen von Leaflet die versucht zu integrieren und man sieht halt eben dann auch, ob das wirklich alles durchläuft und funktioniert. Und wir haben auch schon 2-mal Fehler bei Leaflet gefunden, die Leaflet selber nicht aufgefallen sind. Und dafür ist, sage ich mal, so eine hohe Testabdeckung relativ komfortabel und auch wichtig und uns lag das vor allem sehr am Herzen, dass wir wirklich diese hohe Testabdeckung haben. Ein paar Sachen kann man natürlich nie testen, aber mit fast 99% kann man davon schon ausgehen, dass das im Prinzip durchgetestet ist. Wir haben eine recht wachsende Community. Wie schon gesagt, vor einem Jahr etwa haben wir es zum ersten Mal vorgestellt, Leaflet NG2. Das war im März 2017. Wir haben im November 2016 im Prinzip überhaupt erst angefangen, das Ganze zu entwickeln. Das sind jetzt die Download-Raten per Monat, die wir haben auf GitHub. Und wie man sieht, die Community wächst und steigt. Wir haben auch sehr viele Anfragen über E-Mail erreicht, von der weltweit mittlerweile. Und unser Ziel ist es auch, diese Community weiter auszubauen und dass das Framework auch wirklich benutzt wird und dass es auch lebt. Das ist uns sehr wichtig und auch so ein Motivationsschub für uns, der dahinter steckt. Seit Anfang des Jahres sind wir auch Showcase Application der Node.js Foundation und unterstützt werden wir mittlerweile auch von JetBrains. Und jetzt ist die Frage, wie sieht so etwas überhaupt mal aus, eine Leaflet-App? Als Beispiel ist jetzt hier einfach mal die Konferenz-App, die wir gemacht haben. In dem Beispiel ist es jetzt die Apple-Version. Das Ganze gibt es auch als Android-Version. Bei Apple sieht man jetzt halt eben oben ist der Balken grau. Bei Android wäre der jetzt in diesem Orangeton gehalten. Und auch unten die Icons, die würden dann auch dementsprechend auch angepasst. Da würden dann bei der Android-Version die Android-Icons erscheinen. Bei der Apple-Version würden dann die typischen Apple-Icons erscheinen. So sieht das im Prinzip aus. Also das kann jetzt im Prinzip jeder sich auch live angucken hier vor Ort. Deswegen haben wir das einfach mal so als Beispiel nochmal gezeigt, dass man das auch sehen kann, dass es das gibt und auch funktioniert. So, wir hatten gesagt gehabt, im Prinzip haben wir versucht gehabt, das möglichst einfach zu halten und komfortabel zu halten, wenn man so eine Anwendung erstellen möchte. Weitestgehend reichen HTML-Kenntnisse aus. Wir sehen jetzt hier, ich nehme jetzt mal wieder die Maus, dass wir hier eine Jager Map aufgemacht haben. Hier unten ist er auch wieder geschlossen. Und hier haben wir einfach einen Tile-Layer als Beispiel mal eingefügt, in dem Fall OpenStreetMap. Also das ist ein ganz einfach simples Beispiel. Und dann dazu haben wir einfach eine Scale-Control hinzugefügt. Und man sieht natürlich jetzt auch an den Namen, dass wir uns dann auch versucht haben, wirklich die Leaflet-Namen 1:1 zu übersetzen in unser Framework. So, damit übergebe ich mal an meinen Kollegen. Genau. Ja, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen für die
sagen wir mal, richtigen Entwickler, nicht die, die jetzt sich einfach nur kurz mit einfachen Mitteln eine Karte mit diesem Framework erstellen wollen, mal einen kurzen Ausblick geben, was dann für Entwickler quasi alles noch mit in dem Framework dazugegeben wird, beziehungsweise mit welchen Tools man das auch mit nutzen kann. Deswegen hier mal kurz die Vorstellung. Zunächst haben wir die Möglichkeit, eine Vorschau im Browser für alle drei typischen Plattformen, also eben iOS, Android und Windows direkt zu bieten. Also man muss die App gar nicht erst auf das Mobilgerät bringen, wodurch man natürlich den Entwicklungsprozess zum Teil was verschnellern kann. Innerhalb dieser Browser-Vorschau gibt es auch einen Live-Reload. Das bedeutet also, wenn ich an meinem Code was ändere, die Änderung speichere, wird automatisch die Seite geupdatet und man sieht das neue Bild. Wir haben eine Reihe an Templates, die wir sowohl in der Dokumentation als auch in Beispielen als auch in irgendwelchen Repositories zur Verfügung stellen. Es gibt Generatoren, mit denen man, wenn man jetzt die Templates nicht nutzen will, sogar auch noch das sich erstellen lassen kann über so eine Art Dialog, wo man gewisse Sachen gefragt wird. Leaflet-NG2 kann auch von IDEs unterstützt werden, sodass man hier so eine Art, ja, wie sowas wie eine Rechtschreibprüfung oder ähnliches quasi bekommen kann. Für die, die mit IDEs regelmäßiger arbeiten, werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Und natürlich Deployment-Tools, sodass man leicht die Anwendung, die man jetzt erstellt hat, auf, sagen wir mal, Android mit einer APK oder iOS eben tatsächlich zusammenbauen kann. Um jetzt das Ganze nicht nur so in der Theorie zu lassen, sondern mal in der Praxis darzustellen. Hier haben wir eben den Vergleich der drei verschiedenen Plattformen, die wir eben haben. Links iOS, in der Mitte Android und rechts Windows Phone. Und wie man sieht, es passt sich jeweils dem jeweiligen Look and Feel des Gerätes an und das auf einer Codebasis. Also ich habe hier nichts, ich habe hier nicht drei verschiedene Versionen entwickelt, sondern ich habe eine Codebasis und das passt sich alles automatisch darauf an. Hier ist einmal das Beispiel für die IDE-Unterstützung. Wir haben alle unsere Directives immer mit Jaga geprefixed quasi. Und wenn ich jetzt hier einen Directive innerhalb meines Templates einfügen will, schlägt mir hier die IDE schon direkt vor, welche Directive ich denn eventuell nutzen möchte. Dasselbe funktioniert aber auch mit den weiteren Attributen, wie wir jetzt hier zum Beispiel mit der Latitude und Longitude haben. Auch das würde automatisch von der IDE, wenn man dann die richtige hat, quasi bereitgestellt werden. Hier zum Beispiel ein Beispiel des Generators. Man hat also hier die Möglichkeit, den Generator auszuwählen und man wird dann quasi gefragt, was möchte man dann gerne erstellen. Das ist wie gesagt diese Dialoganwendung, wo man dann einfach die Antworten gibt und das ganze Ding wird dann zusammengebaut. Wir haben schon mal einen kompletten Workshop auf der FrostCon dazu gehalten, da hier die Zeit etwas knapp ist. Für die, die das weiter interessiert, würde ich sonst einfach empfehlen, sich diesen Workshop einfach mal anzugucken und dann mit der App einfach quasi ein bisschen warm zu werden. Dann wollte ich noch unsere Fortschritte, die wir im letzten Jahr gemacht hatten, an dem Framework noch mal kurz präsentieren. Wie gesagt, die wichtigste Änderung, die wir geschafft haben, waren das Hinzufügen der Angular Provider, was wir auf dem Foskes Hacking Event erledigen konnten. Vielen Dank nochmal der Astrid dafür, dass die das immer so schön organisiert. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, jetzt verschachtelte Layer eben auch innerhalb unserer Anwendung zu benutzen und die Layers Control Directive, also das ist quasi der Ebenenbaum von Leaflet selber, auch diese zu nutzen und Leaflet Extensions selber in Angular zu integrieren, ist dadurch deutlich einfacher geworden. Hier geht es jetzt nicht darum, bestehende Extensions zu nutzen, sondern tatsächlich in Angular zu integrieren. Um jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel hiervon zu machen, hier haben wir eben diese Layers Control Directive. Wir haben jetzt hier einfach einen ganz normalen Tile-Layer, den wir als Basiskarte eben nutzen. Wenn wir jetzt hier diese Base-Layer-Directive nutzen, würde das automatisch in dem Ebenenbaum so stehen. Außerdem haben wir ja auch die Möglichkeit jetzt, das ist eben dieses Beispiel der verschachtelten Layer, dass wir eine Layer-Group zum Beispiel erstellen könnten und zum Beispiel drei Gebäude danach hinzufügen könnten. Und wir könnten jetzt aber mit quasi diesen einen Eintrag alle Gebäude entweder darstellen oder eben wegnehmen. Das heißt, das ist auch noch etwas einfacher geworden und gerade diese deskriptive Art und Weise, Anwendung mit HTML zu schreiben,
finde ich eigentlich recht schön und vor allen Dingen sehr schnell, das so zu machen. Dann, wie gesagt, gibt es einen kleinen Grund zu feiern. Wir haben unsere API-Dokumentation jetzt wirklich vollständig und umfassend geschafft. Hier nochmal das Bild von eben ganz kurz. Also wir haben halt eben tatsächlich eine Beschreibung, ein Beispiel auch immer noch überall dazugelegt, wie man es jetzt benutzen könnte und zusätzlich immer auch Links zur originalen Leaflet-Dokumentation, zu unseren Beispielen, die wir dazu haben, zu den Software-Tests, die auch direkt im Internet abgerufen werden können und, und. Also ich denke mal, die Dokumentation sollte jedem Entwickler hier sehr, sehr viele Vorteile bringen. Dann die Überlegung, wie es jetzt quasi mit Leaflet NG2 weitergeht, beziehungsweise was wir daraus weitermachen wollen. Yet Another Geo Application spricht ja eher für eine App, die man halt eben tatsächlich benutzen kann. Deswegen, das ist jetzt der nächste Schritt, wo wir gerne in die Richtung gehen würden. Das heißt also, eine Anwendung zu schaffen, die auf der Basis unserer bisherigen Erfahrungen, zum Beispiel auch aus der Konferenz-App, zusammengestellt werden kann und dann frei genutzt werden kann. Und so grob würde ich gerne eine App im Funktionsumfang etwa von GeoPaparazzi mir vorstellen. Und ja, da beginnen wir aber jetzt gerade mit der Entwicklung. Aber da wir auch mit Leaflet NG2 so grob etwas mehr vor einem Jahr gestartet haben und jetzt eigentlich so weit sind, hoffe ich, dass wir auch damit schnell und gut durchstarten können. Ein paar Anforderungen, die wir an die Anwendung stellen, ist, wir möchten das gerne, wir nennen es Browser-nativ, also das heißt nur mit Funktionen, die es tatsächlich im Browser gibt, zu nutzen. Optional kann man natürlich immer noch Cordova-Plugins nutzen, aber die Anwendung sollte stets mit dem, was wir da anbieten, auch voll als Web-App funktionsfähig sein. Außerdem soll die Anwendung offline-fähig werden, das heißt also die Anwendung selbst als Web-App. Das heißt also, wenn ich jetzt eine App öffne, selbst mit der URL, soll ich die, auch wenn ich keine Internetverbindung habe, öffnen können. Aber auch die Rasterdaten und die Vektordaten möchte ich möglichst offline vorhalten können. Aber auch vor allen Dingen bei den Vektordaten diese offline bearbeiten und zurückspielen können. Das ist aber allerdings nicht ganz so einfach, weil man ja gucken muss, dass nicht zwei Leute gleichzeitig da an irgendwelchen Sachen Bearbeitungen vornehmen. Dafür haben wir aber schon ein wunderbares Modul geschrieben, und zwar eine Integration von GeoJSON als Redux-Modul. Und damit wäre das auch durchaus möglich. Wir haben auch schon einige Versuche gestartet. Das funktioniert eigentlich schon recht gut. Und das wollen wir dann auch da weiter integrieren. Genauso wie der Import und Export von gängigen Geoformaten. Für GeoJSON haben wir es auch schon mal erstellt. Das ging recht einfach. Der Import von Shapefiles hat auch funktioniert. Wohlgemerkt hier nochmal, die App ist quasi standalone, selbst als Web-App. Also die braucht quasi keinen Server mit einer API, der dahinter ist. Also ich würde jetzt nicht eine Datei hochladen, der Server bearbeitet sie und schickt sie mir dann irgendwie in die Anwendung zurück, sondern das regelt alles die App selber als HTML-App quasi. So, und als Gegenspieler nach der App dann wahrscheinlich einen Jaga-Server eventuell zu erstellen, der halt eben perfekt die App unterstützt von Serverseite. Aber trotzdem sollen beide voneinander autark sein. Und wie sollte es anders sein, da wir ja auch schon seit Jahren so gerne mit Docker arbeiten und auch ja hier noch den Workshop zum Beispiel mit Docker haben, das Ganze auf jeden Fall Microservice-basiert. Fassen wir nochmal kurz zusammen unsere nächsten Schritte. Erstmal in unserem Framework selbst, Leaflet NG2. Wir wollen schon seit ein paar Monaten den Release endlich rausbringen, den finalen Release. Leider gibt es, wie gesagt, noch ein Problem mit der Leaflet-Version. Die hat einen Bug, deswegen funktioniert der WMS-Layer gerade nicht. Deswegen warten wir auf jeden Fall, bis das die neue Leaflet-Version rauskommt. Die drei fehlenden Beispiele wollen wir noch nachentwickeln. Die Browser-native Extensions, eben Offline-Daten. Außerdem haben wir uns gedacht, kann man mit Angular sehr gut mit Turf eigentlich noch arbeiten. Da gibt es auch noch keine Integration. Die nehmen wir uns dann wahrscheinlich auch noch vor. GeoPackage ist ein Format, was ich sehr, sehr gut finde und das gerne auch mehr unterstützen würde. Da muss man auch nochmal gucken, wie weit wir das schaffen. Und wenn wir das dann haben, dann wollen wir uns an die Jaga-App und danach gegebenenfalls an den Jaga-Server setzen. Und ja, ich hoffe, das gefällt Ihnen soweit und Sie geben Jaga mal eine Chance, probieren Sie es aus und uns danach vor allen Dingen Feedback. Das Feedback kann man heute auch sehr, sehr gut beim Anwendertreffen um 18 Uhr hier in diesem Gebäude im Übungsraum 3.
uns geben und für die, die zu Hause sind, können sich hier auch an uns wenden. Das sind so unsere Kontaktmöglichkeiten. Und ja, für die, die hier natürlich hier sind, hat man jetzt eine wunderbare Möglichkeit, uns hier direkt zu fragen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Beide Vortragenden. Gibt es Fragen dazu? Hast du eine Frage? Okay, dann fällt mir jetzt mal eine Frage ein. Warum Leaflet und nicht Open Layers? Wir haben uns vor allen Dingen am Anfang für Leaflet entschieden, weil Leaflet deutlich bessere Vorteile für Mobilanwendungen gegeben hat. Mittlerweile hat da zwar OpenLayers ordentlich nachgelegt und einiges mehr geschaffen, das ist vollkommen richtig, aber die Performance fand ich jetzt gerade auf Mobilgeräten immer noch von Leaflet deutlich besser und wir hatten halt eben schon vor einiger Zeit mit Angular 1 eben angefangen, eine Integration zu schreiben und jetzt integrieren wir es eben in Angular 2 und haben dann einfach quasi grob da weitergemacht, wo wir bei Angular 1 dann auch aufgehört haben. Aber die Entscheidung war hauptsächlich Performance-Gründe. Also Performance auf mobilen Geräten vor allen Dingen. Okay, dann vielen Dank noch einmal. Ich möchte dann die Session hiermit schließen mit zwei Ankündigungen nochmal für die, die jetzt neu dazu kamen. Um 15.15 Uhr gibt es das Gruppenfoto draußen vor diesem Gebäude, vor der Statue und um 18 Uhr die FOSGIS-Versammlung, Mitgliederversammlung hier in diesem Hörsaal. Vielen Dank.